Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr seht es über mir, die Queen. Also, wir machen heute mal einen Recap. Das Ganze einfach mal, damit ihr auch kleinere Rathäuser mal wieder seht. Denn es gibt vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der noch nicht so ein Rathaus 15 hat oder ein 14 oder 13, sondern eher im kleineren Bereich rumlümmelte, so Rathaus 5 bis Rathaus 9. Denn es gibt zurzeit ein Turnier. Ich verlinke euch den Discord vom Rising Star Tournament auch unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr mal Interesse an so einem Format habt, denn im Moment gibt es, glaube ich, außer dem Oso Cup, den es immer wieder gibt, oder die kleinen privaten Cups, nichts, glaube ich, was turniermäßig sich in diesem Bereich abspielt, aber die vom Rising Star Tournament haben das Ganze schon mal aufgegriffen mit den Dream King Turnier, und jetzt haben wir halt die Dreamy Queen hier, also Rathaus 5 bis Rathaus, entschuldigt bitte, Rathaus 9, und ich bin hier in Rathaus 4, durfte also nicht dran teilnehmen, aber ich durfte mir das Ganze angucken, und wir gehen einfach mal rein. Denn das Ganze ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Also beim Farmen und so weiter kennt man sicherlich einige Taktiken, wie man sich die Lager vollfarmt. Aber hier im Clankrieg ist das gar nicht mal so einfach. Und ihr seht hier wirklich verschiedene Angriffsstrategien. Rathaus 5 Bereich, 6 Bereich, 7, 8 und 9. Also wir werden auf jeden Fall alle Rathäuser einmal durchgehen. Hier sind wir auf dem Fünfer, der Rising Star TH5 von namenlos nahtlos gegen den Geso TH5, also von der Clash of Clans Alliance Go, die mich netterweise hier reingelassen haben. Ich habe auch gleich zwei Matches machen dürfen. Am nächsten Wochenende, also jetzt am Samstag und Sonntag, möchte ich auch ganz gerne wieder ein bisschen was aus dem Turnier zeigen, wenn die Zeiten passen, weil die Zeiten geben wir nicht vor, sondern die Zeiten geben die Clans vor. Aber ihr seht das hier schön gemacht. Mit den Loons so ein bisschen behende. Erst agiert, aber dann kamen die doch nach und nach, und jetzt muss der Minenwerfer natürlich, der Magierturm natürlich hier sehen, dass er immer wieder die Kurve kriegt, beziehungsweise sich dann dreht, und so werden das hier coole 3 Sterne. Also die meisten Angriffe hier, kann ich euch sagen, könnt ihr bei mir natürlich auch in meiner Twitch Videoliste finden oder wiederfinden, denn der Livestream müsste eigentlich jetzt schon online sein, und dann könnt ihr dort die gesamten Angriffe noch mal nachschauen, wenn ihr wollt, also wenn ihr ein bisschen trainieren wollt oder whatever. Oha, Leute, ich hatte gerade einen Niesanfall. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ihr könnt noch mal alle Angriffe auf jeden Fall dort nachschauen, beziehungsweise euch den ganzen Stream anschauen, denn wir haben auch noch ein bisschen Clankrieg gemacht und ein bisschen, ja, ich will mal sagen, rumgeklönt, aber so kann man es machen. Hier schöne 3 Sterne erstmal Rathaus 5 auf Rathaus 5. Mal sehen, ob ich jetzt einen coolen 6er für euch finde, also einen coolen 6er Angriff hier. Und die Ergebnisse bekommt ihr bei mir dann am Ende zu sehen. Also Bauhütte noch, und dann sind das hier doch noch nicht ganz 3 Sterne, aber die müssen noch da oben zur Bauhütte. Wer ist eigentlich die schnellste Truppe? Aber sicherlich hat das schon mal jeder oder jemand nachgemessen. Oh, da haben die Glück gehabt, hier die kleinen 3, 4. Und die schnellste Truppe sind natürlich nach wie vor die Kobold, ich glaube, außer dem Raketenballon zu Anfang ist keine Truppe so schnell wie die kleinen grünen Männchen hier. Also mal sehen, ob ich jetzt einen guten Rathaus 6er für euch finde. Ja, im Rathaus 6 Bereich die Waldtraut oder der Waldtraut gegen Geso 6, TH6 heißt das immer Gesö. Ich habe auch an dem Abend immer so ein bisschen gerätselt. Also erstmal Clanburg rauslocken, und ihr seht auch hier, die Designs der Bases sind phänomenal, wirklich phänomenal gewesen, und letztendlich hätte man vielleicht die ein oder andere Base dann in den Setups beziehungsweise in den nächsten Kämpfen dann umstellen sollen, weil man natürlich so ein bisschen was gesehen hat. Aber es sind nicht nur deutsche Teams am Start hier, sondern das ist ein internationales Turnier. Also hier gibt es Brasilianer, hier gibt es Inder, hier gibt es Engländer, also wirklich ganz international, und es nehmen auch, ich glaube, 64 Mannschaften daran teil, und am Wochenende sind immer die Gruppenspiele, und aber wie gesagt, das machen die Clans unter sich aus. Aber ihr seht das hier auch mit noch relativ viel Truppen hier einzeln jetzt Richtung, ja, ich noch nicht des Minenwerfers, aber der Minenwerfer wird sicherlich gleich dran sein, denn
im Moment kommst du ja mit einem Loon nicht weiter, wenn die beiden Luftabwehren da noch sind. Und der Minenwerfer schießt jetzt natürlich schon so ein bisschen nicht mehr ganz auf die Riesen. Dafür sind die jetzt schon ein bisschen aus der Range, sondern auf die Magier. Aber die Magier haben auch in dem Bereich schon ordentlich Trefferpunkte und haben auch ordentlich Damage, dass die das Rathaus hier relativ schnell schaffen. Und jetzt geht es ja einfach weiter Richtung Kanone. Die Magiertürme sind sicherlich an der Stelle noch mal ein kleines Problem gewesen, wenn man die Truppen so setzt. Aber er setzt auch schon so ein bisschen die Goblins rein. Nächster Mauerbruch hier Richtung den beiden Minenwerfern. Und so kann man es machen. Aber ich denke mal, ihr kennt das, glaube ich mal so, aus dem Bereich. Immer Stück für Stück. Jetzt lenkt er noch ein bisschen den Magierturm ab, denn die sind natürlich beide recht stark und die Riesen kommen nämlich von der anderen Seite. Und der Magierturm gibt jetzt aber alles, aber wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, die Magier selber haben auch schon in der Range ziemlich viele Trefferpunkte. Wo sind wir jetzt? Rathaus 7, ne? Ja, wir sind auf Rathaus 7. Der Flex hier gegen den UC Gimme 5 vom Namenlos Nahtlos. Das war also das erste Match hier, was gespielt wurde. Und wir sehen hier auch, dass er nicht mit Drachen angreift, sondern mit Riesen und Wizards, also ein Rivi-Angriff, Riesen oder GV heißt es, glaube ich. Ich glaube, es heißt GV. Nee, jetzt nicht. Ist es immer so. Immer wenn ich aufnehme, geht mein Telefon Minimum einmal. Man könnte es auch leiser stellen, ne? Ihr habt recht. Man könnte es auch einfach leiser stellen. Noch hat das iPhone ja so eine Taste da dran. Und das mache ich jetzt auch. Bevor das nochmal losgeht hier. Also. Damit haben wir es leise gestellt und ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach hier, beziehungsweise jetzt hätte man auch Drachen nehmen können, aber Drachen fliegen auch nicht immer gut. Und solange wie die Heiler hier auf jeden Fall auf die Riesen sind und ab und zu auch mal auf einen Magier wechseln, ist das hier eigentlich alles ganz gut. Unten der gegnerische King ist auch rausgenommen worden. Die kleinen Tanks hier für die Kanone. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass der Magier, ja, obwohl der Magier schießt Minimum einmal drauf. Und klar müssen die hier durch die schon sehr festen Mauern durch, die ganzen Riesen. Er hat jetzt auch kein Mauerbrecher mehr dabei und hat aber glücklicherweise, muss man ganz klar sagen, ein paar Minions da oben am Start. Und am Ende könnten hier zwei Kanonen noch übrig sein, hoffentlich keine Luftmine mehr. Denn so nach und nach sterben ihm hier jetzt leider die ganzen Bodentruppen weg, weil die jetzt auch in die Range von der Kanone kommen. Aber natürlich die Minions nicht. Am Ende ist es dann hier nur ein Zeit, ich will nicht sagen Zeitproblem gewesen, sondern eher ein kleines Problem. Aber ihr seht das hier, drei Stück, die mussten jetzt ein bisschen reinhauen hier. Aber wenn die erstmal zu dritt dann auf einem Gebäude sind, dann geht das auch recht schnell. Die Queen, die King-Platte hat ziemlich wenig Trefferpunkte, die ist ganz, ganz schnell weg. Und in den paar Sekunden schaffen die auch in jedem Fall die Kanone. Also mal nicht mit Drachen, ja, wie man das so ein bisschen aus dem Rathaus 7 Bereich eigentlich gewohnt ist, sondern mit Riesen und Wizards. Also ein GV ist das, glaube ich, ne? So, das ist ja immer so eingeenglischt. Giants und Wizards. Sehr schön gemacht hier. Und dann gehen wir zum Rathaus 8 und wir gehen aber jetzt ins neue Match. Okay, ich musste gerade ein bisschen suchen, aber ich glaube, ich zeige euch auch ein Fail. Ich zeige euch auch ein Fail, wie man es nicht machen kann. Also hier Rathaus 8 Bereich mit einem GoVP. GoVibe. GoVibe, man kennt die Begriffe fast gar nicht mehr, aber es ist ein lupenreiner GoVibe. Also Golem, Wizards und Pekka. Und schon ewig nicht mehr gesehen, aber euch fällt sicherlich aus, dass alle hier die Clanburg vergessen haben. Nein, die haben die Clanburg nicht vergessen,
sondern es gibt hier natürlich auch ein Reglement. Das Reglement besagt, dass die Clanburg zum Angreifen nicht genutzt werden darf, aber für die Verteidigung dürfen die Burgen befüllt werden. Also auch da gibt es eine ganz klare Regelung. 9 befüllt 8, 8 befüllt 7, 7 befüllt 6 und 6 befüllt 5. Und nach oben hin dürfen alle dem Rathaus 9 spenden. Je nachdem, wie der seine Clanburg voll hat. Aber hier wird richtig, ja, das ist noch nicht mal oldschool, das ist noch ein bisschen oldschool, hätte ich fast gesagt, mit Handicap. Ja, dass man nämlich keine Clanburg mitnehmen darf. Und das ist natürlich ein kleines Handicap. Und ich habe diesen Angriff hier auch schon live dokumentiert und habe eigentlich gedacht, oh Mist, die gehen jetzt raus, auch die Golems gehen raus. Und aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die machen halt nur, die tanken halt und machen ziemlich wenig Schaden und spielen hier, sage ich mal, so als Clean-Up-Truppe eigentlich keine Rolle. Hier ziehen sie aber sehr, sehr schön das Feuer auf sich. Gleich leider nur noch, ja, muss man ganz klar sagen, hier leben ja noch einige Verteidigungsgebäude und gleich ist auch nur noch der Tesla dann leider auf den Golems drauf und die brauchen halt auch ein bisschen durch die Mauer, ne, muss man klar sagen. Glücklicherweise geht jetzt gleich, glaube ich, ein Golem kaputt und sprengt dann die Mauer auf in dem Moment, wo die dann kaputt gehen oder platzen. Ah, noch nicht ganz, aber sie kommen, glaube ich, die kommen noch durch. Ja, sie kommen in jedem Fall noch durch und nehmen hier aber trotzdem nur einmal das Feuer auf sich und die Pekkas hier sind auch schon ganz schön angeschlagen. Die Kanone gibt jetzt alles. Der Minenwerfer ist auch noch auf dem äußeren Pekka hier drauf und es sind auch nur noch die beiden da. Der letzte Magier ist ja eben auch gefallen und die nehmen ja natürlich jetzt erst die Lage. Also ist das Base Building auch gar nicht mal so unwichtig. Allerdings ist auf dem Pekka hier nichts drauf gewesen. Das heißt, der hat jetzt die Chance, das ganze Ding hier auf 100% zu machen. Vom Niklas von dem Clan Krugkrieger. Das war der zweite Clan, gegen die COC-Allianz an dem Abend ran musste. Ich würde sagen, Zeit für den ersten Fail, Zeit für den ersten Rathaus-9-Angriff. Ist natürlich ein bisschen doof, dass ich euch einen Einsterner zeige, obwohl ich auch schon gesehen habe, wie diese Base hier gedreiert wurde, denn ich habe mir, als ich in den Clan kam, die vorherigen Clankrieger angeschaut und hier wurde dann die Base nicht gewechselt, sodass hier immer noch die Base da war, die schon einmal gedreiert wurde, aber je nachdem, wie man halt angreift. Und 22 Hawks sollen es hier reißen. Wir schauen mal, King und Queen sind dort in einem Feld, das ist natürlich eigentlich optimal für so einen Angriff. Aber die Clanburg muss auch erstmal geschafft werden. Ja, die ist ein bisschen tiefer am Stehen. Er hat auch keine, doch einen Mauerbrecher hat er noch, aber damit wird er die Mauer nicht aufbekommen und er kriegt jetzt die Clanburg nicht wirklich raus. Oder sie. Je nachdem. Ich werde meine Erkältung nicht los, Leute. Je nachdem. Aber jetzt kommt die Clanburg, teilt sich hier leider. Auch das habe ich, glaube ich, live gesagt. Teilt sich hier leider. Und der Giftzauber, aber sehr schön gesetzt hier. Die Bodentruppen fallen in jedem Fall. Der Loon muss jetzt auch noch unbedingt down gehen. Und der geht auch im Gift down. Also perfekter Gift hier. Jetzt können die Hawks mal so langsam loslegen. Nur, ja, die Golems tanken da hinten nur einen Minenwerfer. Da ist es natürlich auch schwer. Und zwei Heilzauber hier sollen es jetzt bringen. Mal sehen, wo die Fallen sind. Denn in so einer Kastenbase hier oder in so einer Felderbase kannst du natürlich ohne Ende Fallen unterbringen. Also so viel, wie du letztendlich natürlich nur hast. Und es werden ja immer weniger Hawks. Die beiden Heilkreise fand ich jetzt ein bisschen arg früh, muss ich sagen. Aber hier kommt ja, das war ja erst einer. Das ist jetzt der zweite. Es ist aber noch Flächenschaden da, nämlich der Bombenturm hier. Und der könnte natürlich noch mal ganz gefährlich werden. Hier gibt es schon die ersten fliegenden Schweinchen. Jetzt teilen die sich auch noch. Aber ein Schwein schafft jetzt gerade noch so die Riesenbombe. Nächste Riesenbombe, also da lagen zwei leider nebeneinander und dann ist das Feuer hier doch ein bisschen zu viel. Da hat der Angreifer wahrscheinlich damit gerechnet, dass hier in der Mitte, wenn es denn mit Hox geht, da musst du dann Golems drin haben hier oder halt noch einen Helden, der hier ein bisschen für Trouble sorgt. Nur ist das an der Stelle dann ein bisschen zu wenig gewesen. Der tankt jetzt zwar einen einzigen Tesla, ist aber am Ende leider
nur ein Einsterner geworden, aber ich möchte euch natürlich auch ganz gerne einen Dreisterner zeigen im Rathaus 9 Bereich, um das ganze Paket hier komplett zu machen. Und deswegen habe ich das mal ein bisschen vorgespult. Es ist leider, es sollte nicht so sein, muss man klar sagen. Es sollte nicht so sein. Boah. Aber das Endergebnis hier 10-11 gegen die Crewkrieger ist auf jeden Fall das etwas bessere Ergebnis gewesen. Das andere Ergebnis zeige ich euch nach dem nächsten Rathaus 9 Kampf. Dazu muss ich zwar wieder in das vorherige Game springen, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und da ich euch ja schon gesagt habe, das ist ein 3 Sterne, habt ihr gerade schon rechts unten gesehen. Ja, es wurden 3 Sterne, aber wie wurden es 3 Sterne? Mit einem Go-La-Lo, also Golem, Lava-Hunde und Loons. Ohne Clanburg wohlgemerkt, Leute. Normal hat man in der Clanburg, ich denke mal, immer noch so ein paar Loons mit drin fürs Backend hier. Aber ans Backend braucht es sich hier gar nicht zu denken. Und wir schauen mal, wie er das hier bekommen hat. Also Sprungzauber hier schön genutzt. Die Golems sind jetzt, der hat sich zwar jetzt schon geteilt, ist aber nicht so schlimm. Der King ist auch noch dabei. Luftabwehr ist weg. Das Einzige, was glaube ich noch da ist, ist natürlich die Clanburg. Und oder hat er die gelockt? Ich glaube, die hat er gelockt, ne? Ich meine, ich hätte es jetzt vielleicht nicht gesehen, weil ich nach vorne geguckt habe und nicht aufs Game geachtet habe. Aber nächste Luftabwehr geht hier auch down. Und jetzt kommt hier der Lalun-Part hier, hat noch einen Wutzauber. Ich denke mal, ich wollte es gerade sagen, auf den Flächenschaden hier sehr, sehr schön gesehen, dass man hier ein bisschen mehr PS braucht und ja, ein bisschen gegen den Feger. Allerdings geht der Feger jetzt auch down. Und ich hatte aber auch, ich glaube, in dem Angriff, da müsst ihr mal in den Livestream reingucken, habe ich auch gesagt, Leute, das ist schon wieder so ein 360-Grad-Feger. Der hat sich ja gerade wieder fast in alle Richtungen gedreht, obwohl er nach da gezeigt hat. Und ist aber bei meinen Angriffen auch immer so, da habe ich auch mal diese 360-Grad-Feger vor mir und schaff's dann nicht. Aber ja, GSO 9, TA 9 gegen den Last Moment hier vom Namenlos, das war ja das erste Game. Macht das hier sehr, sehr gut. Im Rathaus 9 Bereich Queen ist noch dabei, hat noch ein bisschen Cleanup, allerdings auch nicht mehr so viel. 50 Sekunden noch Zeit und die Queen, ja okay, die Queen wird natürlich jetzt im oder gleich vom King heftig auf die Schuppe genommen, außer die Minions machen das, aber die machen das auch nicht wirklich, doch einer schon mal, okay. Ist auch immer ein bisschen ärgerlich beim Cleanup, wenn da noch so ein Held rumhampelt, wisst ihr selber. Dennoch, glaube ich, war das ein schöner Golalo hier, ohne Clanburg, ohne alles und verdient auf jeden Fall hier nochmal die 3 Sterne hier für die COC-Allianz. Allerdings hat es am Ende denn doch nicht ganz gereicht gegen Namenlos, Nahtlos. Ich denke mal, das ist auch eine Truppe, die sind schon ziemlich lange im Geschäft, also die Nahtlos-Familie gibt es natürlich immer noch und das schon seit richtig, richtig vielen Jahren und die machen hier die Turniere auch mit. Also wenn ihr, wie gesagt, mal auch Bock habt auf so ein cooles Turnier hier wie das RST, dann würde ich sagen, joint einfach den Discord, guckt euch da mal ein bisschen um. Das Ganze ist auch in Deutsch und in Englisch und man kann sich auch vieles übersetzen lassen ins Indische und in andere Sprachen, damit auch alle das verstehen. Und das Game ist leider 14-9 für oder gegen die COC-Allianz ausgegangen, aber ist nicht schlimm. Wir haben auch an dem Abend eigentlich festgestellt, dabei sein ist vieles, ist alles ein bisschen Turnierluft schnuppern und in der Rathaus-Range hier, ich denke mal, da haben auch noch viele irgendwo Accounts, aber manchmal weiß man nicht mehr so richtig, wie spiele ich die eigentlich im CK, weil die viele von diesen 5er bis 9er Accounts stecken in Clans drin, die zwar auch Liga spielen und Clankriege spielen, aber vielleicht nicht unbedingt 9er mitnehmen oder gar 8er mitnehmen. Oder aber man hat halt Zweit- oder Drittclans, wo die dann auch immer wieder Spielerfahrung bekommen mit Clankriegen. Okay, das ist eigentlich gewesen hier vom RST. Also kleiner Recap mal von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal einfach dranbleiben. Dann sehen wir uns in weiteren Videos. Und ihr habt ja jetzt festgestellt, ich bin jetzt einfach sitzen geblieben, habe das Overlay einfach ausgetauscht. Tausche jetzt aber wieder zurück. Denn RST ist am Samstag, Sonntag wieder bei mir am Start. Ich denke mal, ich werde da die ein oder andere Begegnung finden. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.